Namaste, willkommen zu einer Lesung aus dem Buch Kundalini, das Erbe der Naht. Das ist mein zweites Buch erschienen, 2003, das Erbe der Naht-Yogis, im Bomeyer Verlag erschienen und das habe ich geschrieben als Art Dank an die Lehren, die ich erfahren durfte. Und da lese ich jetzt aus einem ganz kleinen kurzen Kapitel, wo ich Kundalini Shakti an sich erkläre. Kundalini Shakti. Nun können wir uns erstmals dem Begriff Kundalini näher zuwenden. Genau genommen ist Kundalini ein Synonym für Shakti in ihrer alles durchdringenden energetischen Form. Für Physiker wäre also Kundalini die Manifestationsform von Materie als Energie, von Teilchen als Wellen, mehr noch als die einzige Welle. Für Filmfans könnte sie die alles kontrollierende Matrix darstellen. Um zu unterscheiden, zu definieren und schließlich kommunizieren zu können, wurden eben bestimmte Phänomene mit Namen bedacht. Man könnte auch sagen, Kundalini ist die allmächtige Handelnde. Ja, mehr noch, die eine und wahre Seele, die alles Leben durchdringt und hervorbringt. Es ist die Lebensenergie, das Qi der Chinesen oder eher noch das kosmische Che, der Hauch des Lebens an und für sich, die Energie, die durch unsere Nervenbahnen fließt und scheinbar vom Gehirn von Shiva gesteuert wird. Scheinbar war nun ein wichtiges Wort. Denn auch Naht-Yogis hatten erkannt, dass Shiva-Bewusstsein niemals etwas steuert, kontrolliert oder gar tut. Sie wussten, dass Kundalini nicht kontrolliert werden kann und so konnte diese Vereinigung niemals von Shiva selbst ausgehen. Sie musste von Shakti kommen. Shiva konnte sich nur öffnen, welch schönes Wort in der heutigen Zeit, und Shakti bestenfalls einladen. Kundalini-Yoga in seiner ursprünglichen Form war also eine Lehre des Sich-Öffnens, der Hingabe und Einladung. Shiva musste in seiner scheinbar kontrollierenden Form als Ego derjenigen Platz machen, welche dann als Kundalini ihn und alle seine heroischen Errungenschaften verbrennen würde. Ich habe bereits erwähnt, dass unser Bindeglied zur Welt unser eigener Körper ist. Auch wenn Kundalini alles durchdringt und alles hervorbringt, so ist sie auch gleichzeitig jene Lebensenergie, die durch unseren Körper fließt. Und Kundalini-Yoga geht den Weg, die Wahrnehmung dieser Energie zu verstärken, zu verfeinern, zu schulen, um sich dann schließlich immer mehr dieser Energie und somit unserem Körper hingeben zu können. Dies in der Hoffnung, dass uns diese Energie schließlich mit der Auflösung unserer Person belohnt. Die physischen Wahrnehmungen dieser Energie innerhalb unseres Körpers wurden beschrieben, die Beschreibungen verglichen und daraus entstand allmählich die Lehre des Kundalini-Yoga und des Kundalini-Tantra, nicht als Wahrheit oder Dogma, sondern vielmehr als logisches, nachvollziehbares und sehr einfaches Modell, das wiederholt funktionierte. Ja, da gibt es einen theoretischen und einen praktischen Teil über Chakren, über Kundalini, ein paar Übungen, Fotos. Jo. Von OWK, das ist eins meiner Pseudonyme, als Autor auch angegeben Devananda Natha, das ist mein Yogename. Kundalini, das Erbe der Naht-Yogis aus dem Bomeyer Verlag, gibt es auch als Kindle-E-Book. Namaste.